Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Reaktionsvideo auf Sucht und Ordnung. Heute reagiere ich auf die kleinste Selbsthilfegruppe der Welt, auf die Junkies aus dem Web und zwar auf unser Junkie-Quiz. Wir haben ja auf dem Junkies aus dem Web-Kanal das Junkie-Quiz rausgebracht und heute möchte ich auf die erste Episode reagieren. Und hab mir das ganze Ding schon mal geladen. Sekunde. Ach, das ist wieder das falsche Teil, sorry. Wenn ihr euch wundert, dass meine Stimme so ein bisschen gefickt ist, dann liegt es daran, dass ich heute meine zweite Impfung bekommen habe und irgendwie geht es mir gar nicht so doll. Ich bitte das zu entschuldigen. So, dann gehen wir rein. Viel Spaß. Abhängen mit Abhängen, Alter. Einen wunderschönen guten Tag. Also im Logo habt ihr es noch gesehen, das ist noch das alte Logo. Damals waren wir ja noch zu viert, auch wenn wir bei der Aufnahme nur zu dritt sind. Damals war der Dominik noch mit dabei. Da sind wir dann irgendwann getrennte Wege gegangen. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Format hier auf Junkies aus dem Web. Wir haben das Junkie-Quiz am Start. Unser erstes Junkie-Quiz, Folge 1. Und hört erstmal auf die... Alter, mir fällt gerade auf, dass ich das gleiche T-Shirt heute auch anhab. Ja. Sicky, mein Lieber. Ja, das habe ich mir recht früh gegönnt. So einen leicht verbissenen Blick, ne? Ich habe, glaube ich, an dem Tag... Wir haben den ganzen Tag aufgenommen. Und, keine Ahnung, ich glaube, ich habe 10, 12 Energy getrunken. Lief bei mir. Zaubernde Stimme aus dem Arsch. Herzlich willkommen bei Junkies aus dem Web, das Junkie Quiz. Hier kommt eine kurze Einleitung. Gut über Drogen Bescheid zu wissen, ist vor allem für diejenigen, die Drogen konsumieren, von besonderer Bedeutung. Ein erster Schritt für einen bewussten Umgang mit Drogen ist das Vermindern von Risiken des Konsums plus sachliche Informationen über psychoaktive Substanzen. Und jetzt wünsche ich euch viel Glück bei unserem Junkie-Quiz. Also die Stimme aus dem Off ist selbstverständlich der liebe Adriano von Rush, Sleep, Crack, Repeat. Falls ihr den Typen mit der Maske nicht kennt, das ist der Typ vom Viertelkollektiv, der liebe Marcel. Wir sind ja zu dritt die kleinste Selbsthilfegruppe der Welt. Der Junkies aus dem Web-Podcast, jeden Montag zu hören, überall, wo es Podcasts gibt. Ich glaube, ich fass nicht. Ich glaube, ich weiß Plan. Aber wenn er, nee. Meinst deswegen sitze ich hier. Meinst du, ich habe einen Plan, Mann? Meinst du, ich habe einen Plan? Nee, ja. Aber das Einzige, was... Nee, ey, Dominik. Dominik am Start. Schön, dass du da bist. Oh, shit. Dominik, zieh dir mal... Nee, ich ganz ruhig, Brudi. Ja, also er konnte nicht dabei sein. Und wir wollten ihm da einen Ehrenplatz zukommen lassen, dass er wenigstens weiß, okay, in unserem Herzen ist er mit dabei. Und das war unsere Lösung. Kreativ, hä? Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr diese Lösung findet. Okay, los geht's. Kommen wir zur allerersten Frage. Okay. Frage Nummer 1. Wie lange braucht der Körper, um 0,5 Promille Alkohol circa 0,5 Liter Bier abzubauen? Boah, Alter, das ist jetzt auch schon extrem lange her, auch schon über ein Jahr, nee, ziemlich genau, weiß ich nicht, über ein Jahr her, glaube ich, dass wir das aufgenommen haben. Und ich muss sagen, mir fällt die Frage schon wieder schwer. A, circa 3 Stunden, B, circa 5 Stunden oder C, circa 8 Stunden. B, 5. Alle beide B, aber gleichzeitig. B, 5. Alle gleichzeitig. Beide B? Ja, ja, ja. Das ist falsch. Ich habe kurz nachgerechnet, müsste hinhauen. Ja. 0,1 Promille pro Stunde. Ja, ist kein Scheiß jetzt. Ja. Ohne fettiges Essen und so gerechnet. Antwort B ist richtig. Ja! Ja, klar. Alkohol, ey. Weiß ja, ey, Alkohol wird nur langsam im Körper abgebaut. Etwa 0,1 Promille pro Stunde. Wenn du also 0,5 Liter Bier trinkst, dauert es ca. 5 Stunden, bis die Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille vollständig im Körper abgebaut worden ist. Deswegen war ich immer den ganzen Sonntag außer Gefecht. Ja. Deswegen war ich die letzten 3 Jahre nicht mehr. Wie sagen, kennst du den? Ja, ich kenne ihn, aber ich.
Ich kann mich da jedes Mal wieder drüber beeiern. Ich wollte, also man erkennt es ja ziemlich klar, was da passiert ist. Ich wollte einen Witz erzählen so und das war echt Telepathie. Mir ist der nicht eingefallen. Ich habe den nicht über die Zunge gekriegt. Und auch jetzt kriege ich den nicht zusammen, ne? Aber Marcel hat ihn in dem Moment gecheckt und es war so eine geile Situation. Ich weiß, was du hier, es ist egal, es ist okay, egal. Wir kennen ihn. Wir kennen ihn. Ich gar nichts an. Kommen wir jetzt zu Frage Nummer 2. Ab wie viel Promille Blutalkoholkonzentration darf man nach dem Straßenverkehrsgesetz nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen? Eins. Ganz kurz, ganz kurz. Kurze Zwischeninformation. Er hat noch nie einen Lappen gehabt. Ich habe meinen verloren aus gutem Grund. Jetzt. Okay. Ist wirklich so. Ich habe zweimal mit dem Führerschein angefangen. Einmal, als ich aus der Bundeswehr raus bin damals und meine Lehre angefangen habe, sorry, und da habe ich irgendwie nicht geschissen gekriegt. Irgendwie kam ja Leben und Konsum dazwischen. Und das zweite Mal war, als ich meine Suchttherapie angefangen habe und dachte, jetzt krempelst du dein Leben alles auf einmal um. Ich habe nicht gedacht, dass die Therapie so hart wird, also emotional auch. Und da war gar nicht an Führerschein mehr zu denken. Ich hatte so eine Matsche im Kopf. Jeder, der von euch eine Therapie gemacht hat, der wird das kennen. Gerade am Anfang ist, also ohne diesen ohne diese Kompensationsmöglichkeit des Stoffs, den ich ja immer genutzt habe normalerweise, musst du ja auf einmal voll alleine mit deinen Gefühlen klarkommen. Und in der Therapie wird ja voll in den Gefühlen da rumgebohrt, so. Was auch gut ist. Und da war aber auf keinsten daran zu denken, dass ich irgendwie nochmal meinen Führerschein weitermache. Ich wäre auf jeden Fall eine harte Gefahr für mich und den Straßenverkehr gewesen. Bitte. Achtung, Antwort A, 0,5 Promille. Antwort B, 0,8 Promille. Antwort C, 1,1 Promille. 1,1. 1,1 ist beim Boot, 0,5. Du 0,5? 0,5 A. 1,1. 1, was war die Frage nochmal? Wie viel darfst du haben im Blut, dass du nicht mehr fahren darfst? Ach, dass du nicht mehr fahren darfst? Ja, dann 0,8 schon. Dann B. Ey, meine Erklärung, also ja, ist doch klar, ne? Ey, sicheres Auftreten trotz völliger Ahnungslosigkeit. Gerne B. Hätte ich gerne B. Er hat A gesagt. Weil 0,5 ist noch in Ordnung. Ich habe die Frage schon wieder vergessen. 0,5 ist noch in Ordnung, dann ist 0,8 schon zu viel. Ich sage B. Er sagt C. 1,1 ist bei Boot. Hammer. Kleiner Profi-Tipp. Ach stimmt, ich habe ja ein Boot. Die Bootsfahrer dürfen richtig saufen. Die dürfen richtig viel Promille haben. In Brandenburg, ja, aber in Berlin 0,0. Ich meine in Deutschland. Achso. In Brandenburg. Wir hatten 0,8 gesagt. Ja, ich aber erst nach dem zweiten Mal. Ja, ja, weil ich die Frage falsch verstanden habe. 0,8 ist falsch. Yes! 1,1. Ich mich freue so, ja, es muss ja richtig sein dann. 1,1. Nein, 0,3 ist erlaubt, 0,5 ist schon zu viel. Alter. 1,1 ist falsch. Ah. 0,3 ist der gesetzliche Richtwert und 0,5 ist dann irgendwo schon zu viel. Die richtige Antwort wäre A gewesen, denn nach § 24a des Straßenverkehrsgesetzes regelt die sogenannte relative Fahruntüchtigkeit als Ordnungswidrigkeit Tatbestand mit den Grenzwerten von 0,5% im Blut. Auch, Achtung, Abweichung zwischen normalen Pusten und dem Bluttest, da gibt es Unterschiede. Alten, das ist mir doch scheißegal. Die alten Grenzwerte waren mal 0,8 Promille. Das ist aber ein alter Grenzwert. Ey, und davor aber 1,1. Das kann sein. Wann denn? 1988 oder was, Alter? Also, Hitler durfte noch mit 1,1 fahren. Der Hitler. Stauffenberg. Also, daran erkennt ihr auch, dass... dass unsere Geschichtskenntnisse nicht unbedingt die besten sind. Also 1988 war Hitler natürlich schon längst nicht mehr am Start. Also Frage 2, ja? Das ey, aber es ist alles Alkohol, mach mal Drogen. Ja. Oha, guck mal seinen Blick an. Bruder, du arbeitest in der Prävention. Hast du immer noch nicht gecheckt, dass Alkohol eine Droge ist? Übrigens, die gleiche Frage möchte ich gerne an die Gesellschaft geben. Habt ihr immer noch nicht gecheckt, dass Alkohol eine Droge ist? Alkohol ist eine Droge. Seit Tagen ficken wir uns mit nicht Alkohol. Ich meinte andere Drogen. Okay, machen wir andere Drogen. Andere Droge? Na, oder geht das alles nur um Alkohol? Aber er hat recht. Und da seht ihr mal, wie tief verankert diese Denke ist, ne?
weil wir gesellschaftlich oder auch kulturell in Mitteleuropa einfach ewig dahin erzogen wurden. Ewig. Dass Alkohol was anderes ist. Diese Test? Eigentlich nicht, jetzt kommt wieder was anderes. Ja gut, mach mal. Ich zieh dich ab, Alter. Ich bin so scheiße. Ja, wir haben beide. Frage Nummer 3. Im Zusammenhang mit welcher der folgenden Drogen kommt es zu den meisten Todesfällen? Alkohol. A. Heroin. B. Nikotin. C. Alkohol. Nikotin. Alkohol. Nikotin. Alkohol. Nikotin. Okay, hört auf, euch dann noch abzuspielen. Einfach um Ehre. Nikotin, Alkohol. Ist 100 Pro. Alter, ihr habt das vielleicht jetzt hier auch schon wieder gesehen so. Ich bin öfter mal verspannt im Nacken und dann geht es immer so auf die rechte Schulter, so, die jetzt bei euch links zu sehen ist. Und das hatte ich an dem Tag auch, Alter. Hat mir die Schulter so wehgetan. Also, wenn ihr wissen könnt, wenn ihr wisst, mach scheiß drauf. Ich glaube, man blamiert sich, wenn das falsch ist, ne? Ich hab den Podcast auch nur Ordnung. Ist richtig. Verdammt. Ich freue mich richtig für dich. Ich habe den Podcast auch nur Ordnung. Falsch. Nein! Okay. Es wird täglich ignoriert, ist aber so. In Deutschland. Warte, ich kann es dir sagen. 100.000 Menschen pro Jahr in Deutschland sterben an Nikotin. Ja. Und das war eine alte Zahl. Also, das haben wir ja letztes Jahr aufgenommen und da war der Durchschnitt roundabout 100.000. Eigentlich sogar 120.000. Mittlerweile sind wir bei 127.000 Menschen, die allein in Deutschland jährlich an den Folgen vom Tabakgebrauch sterben. Und um das mal zu verbildlichen, könnt ihr euch vorstellen, dass jeden Tag in Deutschland ein Jumbojet abstürzt. Jeden Tag. Mit 300 Passagieren. Roundabout. Jeden Tag. Alles Raucher. Alle tot. Also, nur 40.000 Alkoholtote. Wir halten fest, Alkohol, Tabak sind Drogen und sind die schlimmsten. Auch die 40.000 Alkoholtoten, das war irgendein Fall, also das muss auch alte Zahlen. Das sind aktuell um die 74.000 Tote jedes Jahr infolge des Alkoholkonsums. Drogen, auch wenn sie gesellschaftlich anerkannt sind, verrecken da jährlich so viele Menschen dran. Und das ist was ich für euch. 2 zu 1, Alter. Das ist was für euch. Welche Frage war Frage nasaler Konsum. Es geht um nasalen Konsum. Ja. Frage 4. Ah, Speed. Frage 4. Also, für die, die uns noch nicht kennen, so geil. Geht es jetzt um nasalen Konsum? Guck mal die Gesichter an. Marcel hat Amphetamin konsumiert ohne Ende. Ich habe Amphetamin konsumiert ohne Ende und Kokain ohne Ende und immer nasal konsumiert. 4. In welchem der linkes Nasenloch! In welchem der drei stimulierenden Getränke befindet sich der größte Koffeingehalt? Mate! A. Eine Tasse Kaffee von 150 Milliliter. B. Eine Tasse Tee von 150 Milliliter. Oder eine Dose Red Bull von 250 Milliliter. C. Red Bull. Das kommt auf die Rüstung an, Alter. Auf die was? Auf die Rüstung. Was für Rüstung? Plus 2 auf meine Rüstung, Alter. Rüstung, nicht Rüstung. Rüstung! Was für ein Tee? Was für ein Tee überhaupt? Es gibt ja, genau, was für ein Tee? Früchtetee? Was gibt's denn für ein Stück? Schwarzen Tee. Ist da Koffein drin? Ja, sie ist da Koffein, ja. Ja, aber warte, ich sag auch, nee, ich sag Kaffee. Ich sag Red. Was glaubt ihr? Red Bull oder Kaffee sind ja am Ende die beiden Dinger, die übrig bleiben. Ja. Ihr wisst schon. Schreibt es mal da unten rein. Guck mal auf meinen prüfenden Blick so, Alter. Wenn du das jetzt weißt, ne? Bull, was auch immer das war. Es gibt eine Tasse Kaffee, eine Tasse Schwarztee und eine Dose Red Bull. Eine Dose Red Bull. 250 Milliliter. Das ist ja so eine Pulle, Alter. 250 Milliliter ist so was Kleines. Ach so. Können wir leider nicht zeigen. Ist weniger als das. Ich sag trotzdem Kaffee. Weniger als diese. Ich sag trotzdem Kaffee. Ich sag Red Bull. Kaffee, Red Bull? Ja. Pass auf, Tee. Alter, ich fieber auch immer noch so richtig mit, ne? Ich liebe unser Format einfach. Ich liebe die kleinste Selbsthilfegruppe der Welt einfach so. Weil wir alle drei auch so auf dem gleichen Level sind. Wir sind alle drei so Hirnverbrannten so. Und selbst jetzt fieber ich voll so mit. Ich war dabei, Alter. Richtige Antwort ist A.
Yes! Eine Tasse Kaffee enthält durchschnittlich 100 Milligramm Koffein, eine Tasse Tee 50 Milligramm Koffein und eine Dose Red Bull 80 Milligramm Koffein. Das heißt, Kaffee hat alles über. Das heißt, drei, aber die letzte Frage machen wir noch. Jetzt kommt noch einfach um die Ehre. Guckst du noch mal rein, oder was? Ja, der hat wahrscheinlich auch mal anderes gedacht. Der war genauso buff wie ich. Mann, Dominik. Cooles T-Shirt. Ja. Ey, übrigens, cooles T-Shirt. Ja, Mann, Alter. T-Shirt könnt ihr kaufen. Das sieht man da nicht. Man sieht nur bis zu unseren Eiern. Okay. Alter, auf jeden. Das war uns auch noch wichtig, dass wir da so ein bisschen Support geben. Ja, ganz, ganz wichtig. Also wir haben ja alle drei eigenes Merch, auch wenn ich meins nicht trage irgendwie. Und Marcel, das Shirt, was er trägt da gerade, ne? Das gespiegelte Sonntagsflex, das war eins unserer ersten Formate, was wir zusammen gemacht haben. Das war jeden Sonntag ein Insta-Live zwischen ihm und mir. Wo wir quasi so eine Mini-Selbsthilfegruppe gemacht haben, nur zwischen uns beiden. So. Und wir haben das Format Sonntagsflex genannt. Ja. Also, ergibt sich ja von alleine irgendwie. Fünfte Frage. Warum lässt sich Cannabiskonsum wesentlich länger im Urin nachweisen als alle anderen Drogen? Boah, ich weiß das. A. Weil Cannabis ein Naturprodukt ist. B. Weil man viel kiffen muss, bis überhaupt eine Wirkung eintritt. Oh, jetzt sind dann auch so was. C. Weil sich der THC an die Fettmoleküle in bindet. Den Fettzellen ja. ablagert. Also, ich habe es damals nicht gewusst. Zum Glück waren die Antwortmöglichkeiten so billig, dass nur C übrig blieb. Und es tut mir auch heute noch leid, weil Marcel hat es sofort gewusst, ne? Dass da so eine scheiß Antwortmöglichkeiten kamen und wir uns deswegen diesen Punkt dann geteilt haben. Und ich glaube, das war die letzte Frage, ne? Ja, C ist logisch, schade. Jetzt sage ich so, falsch, A. Wir wollen so ein A. Antwort C ist richtig, denn aufgrund der hohen Fettlöslichkeit lagert sich der THC-Wirkstoff wirklich rasch komplett in Körperfett ein. Okay, aufgrund der hohen Fettlöslichkeit. Und du? Kann deswegen langsamer ausgeschieden werden. Ey, du hast gewonnen. Er hat gewonnen. Er hat zwei Fragen mehr richtig als ich. Bei Koffein hat er richtig gehabt. Eine und, Frage. Nee, zwei. Bei Tabak und bei, ja. Also hast du 5:03. Gratulation, ehrenvoll. Verlierer bleibt sitzen oder Verlierer filmen, Alter? Making, taking. Also eigentlich kommt es aus dem Basketball. Und ich wollte sagen, make it, take it. Wer ihn macht, behält den Ball. Aber nach 18 Stunden Arbeit sagt man dann auch gerne mal making, taking, Alter. Making, taking. Okay, kannst du beenden, ne? Oder wollen wir... Vielleicht weiter. Du lass einfach laufen, oder? Hey, danke. Ich danke meiner Mutter, dass du mich verletzt behandelt hast. Viel Spaß. Danke, ich danke meiner Mutter dafür, dass sie das Video gezogen hat. Lass ein Abo da. Ja, ihr Lieben. Das war pure Liebe. Die erste Episode Junkie Quiz. Damals noch mit Fragen, die nahezu jeder beantworten kann, glaube ich. Im zweiten Junkie-Quiz ist es dann, sieht es schon ein kleines bisschen anders aus. Und da wurde es für uns auf jeden Fall richtig hart. Wenn ihr Bock habt, dass ich da auch nochmal drauf reagiere, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten schaut euch das gerne an. Das ist verlinkt unten in der Videobeschreibung. Lasst ein Like beim Junkies aus dem Webkanal da. Lasst auch gerne ein Like hier da. Dieses ganze Glocke-Ding. Und ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Reaktion. Und am Freitag gibt es eine neue Episode. Ich wünsche euch viel Spaß. Haut da rein. Ciao.